Hey ho Leute und willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen das Monster Control Deck von Gwent weiter. Wir haben ja wirklich in den letzten Folgen sehr, sehr gute Ergebnisse damit erzielt und ich hoffe, das läuft auch weiterhin so. Denn desto schneller wir oder desto öfter wir gewinnen, desto schneller bekommen wir ja die ganzen Sachen, um neue Karten zu craften oder uns neue Karten leisten zu können. Okay, gegen was kämpfen wir gerade? Spiele eine Silberkarte. Okay, gegen sowas habe ich auch noch gar nicht gekämpft. Interessant. So, wir sortieren mal ein bisschen was aus. Der Nebling muss weg. Ganz, ganz wichtig. Dann brauchen wir auch nur einen von den Blitzen. Und lasst mich mal kurz gucken. Das ist Scoia'tael. Und gegen Scoia'tael könnten wir das Wasservibe schon gebrauchen. Deswegen packe ich erstmal Regen weg. Und dafür haben wir dann Frost bekommen. Jawohl. Damit denke ich mal, können wir erstmal mehr anfangen. Okay, was ist denn seine besondere Fähigkeit von dem Helden? Brewerhawk. Spiele eine Silberkarte aus deinem Deck aus. Das ist ja cool. Ich denke, damit kann man schon richtig coole taktische Sachen machen. Aber wir stürmen erstmal los mit Tick, Trick und Track. Und da gehen sie dahin. Da gehen sie dahin. Joa, das war's wohl, wa? Mehr taktische Möglichkeiten haben wir gerade nicht. Leider. Leider haben wir da nicht viele Möglichkeiten. Ich möchte erstmal den Eisriesen beschwören. Und dann habe ich geplant, es mit beißender Frost zu kombinieren. Schon mal zertrümmerte Kniescheiben. Wir bekommen da ein bisschen was drauf. Und dann könnten wir noch verstärken. Und wenn er dann irgendwie nichts mit Verbrennen hat oder sowas, dann hätten wir eine ganz gute Chance. Hätten wir eine ganz gute Chance. Was hat denn der damit gemacht? Zwergenscharmützel. Verringere die Stärke einer gegnerischen Nicht-Goldeinheit um 3. Wenn sie nicht zerstört wird, erhalte 2 Stärke. Wir könnten etwas gegenhalten. Wir könnten hier etwas gegenhalten, indem wir ihn hier zerstören. Und dann kommt entweder beißender Frost. Oder wir verstärken ihn mit der Schwalbe. Ihr seht ja hier dieses lustige Symbol. Das heißt, der Typ, okay, das steht da auch drauf, behalte diese Einheit bei jedem Rundenende auf dem Schlachtfeld. Vernichten können wir sie trotzdem. Sie bleibt halt eben noch auf dem Schlachtfeld. So, wir geben der Sache hier eine Schwalbe. Zack. Damit hat er 12. Wir haben einen ganz guten Vorsprung. Je nachdem, was er jetzt macht, setzen wir Frost ein und könnten die erste Runde doch noch für uns entscheiden. Oh, wir entscheiden jetzt schon die erste Runde für uns. Ja, gut. Sehr gut. Ja, beenden wir die Sache. Da können wir in der zweiten Runde den Sack zumachen. Ich weiß noch nicht, mit welchen Karten wir das machen sollen, denn wir haben ja nichts Gescheites. Jedenfalls nicht, womit wir große Kombinationen machen können. Jawohl, zum Glück haben wir Nebel gezogen. Das ist unsere Karte zum Erfolg. Und dadurch, dass wir das Monsterdeck spielen, haben wir die besondere Fähigkeit, dass der Eisriese oder eine zufällige Monsterkarte, die wir auf dem Feld haben, bei Rundenende auf dem Feld auch bleibt. Das ist ganz cool. Und da wir nur eine Karte hatten, ist es der Eisriese. So. Das ist natürlich Pech für ihn, ne? Gleich mal einfach mal so ein 12er zurückgeblieben. Mega cool. Okay. Wir spielen erstmal den alten Nebling. Der hier wird dann nämlich gebufft, wenn wir den Nebel spielen. Und er bekommt dann pro Rundenanfang von uns einen Angriff dazu. Das ist halt mega fett. Das ist Boba Fett. Spielen wir das doch. Zack. Seine Karte wird gemindert.
auf 1 und wir bekommen die ganzen Neblinge aufs Feld. Und die werden durch den Nebel auch gebufft. Wenn wir jetzt noch einmal Nebel spielen würden, würden die nochmal zusätzlich gebufft werden, bekommen 1, also 1 dazu. So, und dann spielen wir jetzt noch den alten Nebling. Dann haben wir hier wenigstens einen Unterschied, wenn er nämlich dann Verbrennen einsetzen würde, das würde unsere stärksten Kreaturen auf dem Feld zerstören. Dann wären nämlich beide dran gewesen, das wäre ein bisschen doof. Deswegen spiele ich die mal ganz gerne separat. Und so glaubt dann nämlich einfach nur noch der Eisriese dran. So. Wir ballern Plätze erstmal weg. Falls auf die Idee kommt, irgendwie mal Nebel wegzumachen. Stehe ich nämlich gar nicht drauf. Jetzt hat er Ciri gespielt. Das sollte für jeden am Griff sein. Genauso wie Geralt. Die hier hat den Sondereffekt. Kehrt auf deine Hand zurück, wenn du die Runde verlierst. Ja. Wir wollen es aber nicht auf noch eine Runde... ansetzen. Deshalb... Deshalb... werden wir jetzt... Beißende Frost spielen. Wir spielen Beißende Frost. Zack. Der Eisriese wird gebufft. Oh, jetzt hat er das. Jetzt wird's wohl Zeit, wa? Schade. Aber jetzt hat er den Wetter-Effekt eingesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch einen auf die Hand behalten hat. Wohl doch, man weiß ja nie, ne? Aber ich glaube, die haben nur einen drin. Das heißt, wir können unser Wasservibe an den Mann bringen. Das ist schon mal toll. Aber jetzt können wir leider nicht den Effekt von den Soldaten einsetzen. Schade. Sehr, sehr schade. Ich glaube nicht, dass die viel Einser im Deck haben, die Skoyatel. Glaube ich nämlich nicht. Wir werden trotzdem den Mann spielen. Den Eredin, das ist nämlich unsere besondere Fähigkeit. Wir beschwören den Eredin aufs Feld mit 10 Angriff. Ich verfüttere dich an die Krähen. Wow, das hat's gerissen. Und wir haben ja als erstes weniger Karten. Okay, wir spielen das Wasservibe und dann im Anschluss spielen wir die zwei Mans. Dadurch, dass wir die hier zerstören können, ist das ganz cool. Jetzt kann er sich eine Silberkarte aussuchen. Ich bin gespannt, welche er sich aussucht. Damit zerstört er unseren Zwölfer. Das ist natürlich sehr schlecht für uns, weil er uns das unglaublich schwächt. Aber wir killen erstmal die Einser. Und Gesundheit. Dadurch wird unser gebufft. Jetzt setzt er eine ganz, ganz böse Karte ein. Richtig, riesig böse Karte. Dadurch verlieren, also Dimitrium-Bombe heißt sie, dadurch verlieren unsere ganzen Kreaturen, die jetzt großzügig hochgebufft wurden, die komplette Stärke. Ist halt sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Aber gut. Wir haben keine Wahl. Wir schwächen einfach den Mann hier. Und hoffen, dass er in den zwei Karten jetzt nichts Großartiges hat. Wir können nichts machen. Jetzt braucht er irgendwas über 8. Es reicht nicht. Es hat nicht gereicht, Leute. Yay. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Ganz knapp. Aber so ist es halt manchmal bei Gwent. Wir schicken ihm ein gutes Spiel. Dann bekommt er wenigstens noch ein paar Crabs. Und wir gucken mal, was wir in Kriegsbeute ergattert haben. Oh, ein Fragezeichen. Wir bekommen Crabs und nochmal Crabs. Damit haben wir 20 Crabs. Es ist sehr, sehr wichtig, weil wir die ganzen Karten craften wollen. Ich plane ja derzeit ein Deck. Da lasst euch einfach mal überraschen. Das ist ein ziemlich mächtiges Deck. Unglaublich hohe Erfolgsquote. Und damit können wir dann Sachen machen, Leute. Sachen machen. Ist gut für den Rücken, ne? Sagt Fischkopf aber. So, okay, Leute. Ich blich grad. Soll ich noch ein Spielchen machen? Lege, Spielchen, nein, Spielchen, ja. Ich glaube, wir machen immer zwei, oder Leute? Wir machen immer zwei. Wir springen direkt ins Spiel. Bis gleich. So bestrafe ich die, die mich verärgern.
Da werden wir schon. Eure letzten Worte. Eure letzten Worte. Wir spielen schon wieder gegen jemanden, gegen den ich so noch nicht gespielt habe. Ich will mal gleich mal gucken, was der für einen Effekt hat. Also in letzter Zeit haben wir echt schlechte Hände, Leute. Echt schlechte Hände. Dafür, dass wir so geile Karten haben, haben wir echt schlechte Hände. Aber wir reißen es trotzdem irgendwie. Irgendwie reißen wir es trotzdem raus. Jetzt gucken wir erstmal. Ach, das ist die Fraktion. Also, die ist sehr, sehr beliebt. Wir haben Nebel. Damit könnten wir jetzt an die Ecke kommen. Und eventuell da was reißen. Wir haben auch Frost. Und wir werden wieder die Kombination. Ja, ich weiß genau, welche Kombination wir jetzt machen. Leute, ich weiß es genau. Wir könnten Azurs Donner noch umtauschen. Perfekter Umtausch. Perfekter Umtausch. Verbrennen hätten wir auch umtauschen können. Obwohl, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt kommt. Am liebsten würde ich ja die Kombination mit dem Eisriesen, also von der letzten Folge, machen. Eisriese, Schwalbe und Frost. Das wäre natürlich mega. Mega. Wir müssen aber den Reiter der wilden Jagd auf jeden Fall raushauen. Der ist ganz wichtig, weil wenn wir jetzt die Runde beenden würden, also in der nächsten Runde, würden wir zwei Karten nachziehen und eventuell ist es einer von denen und das wäre dann absolute Verschwendung. Wäre dann halt nicht so toll, ne? Das wäre auf jeden Fall nicht so toll. So, hauen wir den Eisriesen raus, würde ich sagen. Bam. Dann als nächstes Frost. Gucken wir erstmal an, was der Typ hier kann. Radovid. Verringere die Stärke einer beliebigen Einheit um 10. Das ist mächtig. Das ist mächtig. Für Radovid! Für Radovid! Ja, das passt doch gerade voll, ne? Für Radovid! Wir buffen die ganze Geschichte hier. Zack, zack! Und da können wir den hier auch einsetzen. Das ist ganz cool. Oh, er beendet die Sache. Er beendet die Sache. Damit geht die erste Runde an uns. Das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal gut. Okay, wir konnten es reißen. Jetzt müssen wir die zweite Runde nur noch gewinnen. Und es bleibt leider einer der Reiter übrig. Oh, wir ziehen diesen scheiß Nebling, ey. Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist so absolute Verschwendung. Okay. Dann beschweren wir erstmal den alten Nebling. Der kann dann wenigstens schon mal Sachen generieren. Zeitverschwendung. Genug. Oh, oh. Oh, sehr gut. Nicht schlecht. Leider kann man hier, also bisher noch nicht wirklich mit dem Gegner kommunizieren. Also kein, oh, gut gespielt oder, oh, mein Fehler. Sowas können wir leider noch nicht machen. Kommt vielleicht noch. Wir versuchen erstmal unseren alten Nebling hochzuhauen und bekommen halt die anderen Neblinge noch dazu. Ja, da geht er down, ne? Plan over. Plan geht over. Dann beschweren wir halt noch den anderen, weil er halt eben da ist. Wir können immer noch Sachen machen und zwar, er hat jetzt die ganze vordere Reihe gut aufgebaut. Der Jute, ne? Das könnten wir ihm zunichte machen, indem wir Karantier spielen. Er generiert nämlich Frost, damit werden die alle auf 1-1. Und wir bekommen noch zwei Diener der wilden Jagd dazu. Das war eigentlich so ganz cool. Hätten die alle 6-6, hätten wir es mit Verbrennen auslöschen können. Wir könnten die Karten auch komplett auslöschen. Falls er irgendwie irgendwas gegen Frost hat. Aber das können wir im Nachhinein immer noch machen. Deshalb spielen wir es aus. Kriminelle. So. Falls er es jetzt noch nicht einsetzt, wenn er es hat. Wer weiß, vielleicht hat er es auch nicht.
Wir werden mit dem Soldaten der wilden Jagd, den Wesemir, weil der ist der einzige Dorn im Auge jetzt gerade, auslöschen. Damit hätten die anderen 6-6. Die könnten wir dann mit Verbrennen weghauen. That's the plan. Sollte auch funktionieren. Ergib dich besser gleich. Was ist das denn? Yennefer. Was ist das denn jetzt? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier gibt es viele Überraschungen. Hä? War das jetzt nicht negativ für ihn? Okay, was macht sie erst? Generiere entweder ein Einhorn oder ein Einhorn. Egal. Oder ein Chironex. Was macht denn das Einhorn? Verringere die Stärke aller anderen Einheiten um 2. Hat er sich damit nicht übel selbst ins Knie gefickt? Was ist los mit dem? Wie geil. Oh Mann. Ja, das ist jetzt gerade schlecht, ne? Das ist jetzt gerade schlecht. Wir haben immer noch Frost. Von daher halten wir jetzt einfach immer noch gegen. Irgendwelche letzten Worte. Halten wir immer noch gegen. Schachmatt. Da haut er den weg. Das ist ja der perfekte Konter für den Eredin. Schon können wir eigentlich nicht mehr viel machen. Wir könnten das hier tun. Und schon haben wir ein paar Pünktchen mehr als er. Ein paar Pünktchen. Der letzte Wunsch, ich glaube, das ist 2 Karten ziehen, 2 Karten ablegen. Okay, der wehrt sich die letzte Runde, Leute. Der wehrt sich richtig und wir haben halt kaum Antworten. Also wir können da kaum was machen. Wir können zwar ein bisschen was auslöschen. Aber ich glaube, es wird auf eine dritte Runde hinauslaufen. So sehe ich das. So kann ich das gerade irgendwie einschätzen. Das Wasserweib, das wird uns jetzt auch nicht groß retten. Er wird zwar sicherlich noch Belagerungseinheiten haben, aber es wäre doch besser, es jetzt auf die zweite Runde hinauslaufen zu lassen. Vielleicht ziehen wir noch irgendwie was Gescheites, bevor wir jetzt all in gehen. Was uns gerade gar nicht viel bringt, obwohl vielleicht doch. Wir haben ja hier alles unter Frost und hast du nicht gesehen. Das heißt, wenn er keine Wetterkarte hat, hätten wir Möglichkeiten. Also Leute, lasst es uns riskieren. Wir machen's. Wir machen's. Damit könnten wir den halt jetzt noch buffen, weil der jetzt auf 1 ist. Wenn er den halt nicht weghaut, ne? Ja, den verstärkt er. Den verstärkt er. Ich glaube, Leute. Schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Ich kann halt nicht wirklich sicher sagen, ob er jetzt einen Wettereffekt auflösen hat oder nicht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall All-In gehen. Auf die zweite Runde, da möchte ich mich nicht verlassen, weil da haben wir die ganzen Feldsachen nicht mehr, die wir aufgebaut haben. Deswegen riskieren wir es einfach mal. No risk, no fun! Okay. Leider können wir Verbrennen nicht einsetzen. Außer er spielt noch irgendwie irgendwas total krasses Imbares. Kann ich mir jetzt aber irgendwie nicht vorstellen. Riskieren wir es. Was haben wir für eine Wahl? So. Jetzt bin ich gespannt, was er noch reißt. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Dementsprechend gewinnen wir! Ja! Haha!
Ah, meine Freundin interessiert es aber nicht, ob wir jetzt gewonnen haben oder nicht. Okay, er hat zum Glück kein Wetter auflösen. Dementsprechend war das die absolut richtige Entscheidung. Gutes Spiel, Dude. Wir müssten jetzt eigentlich wieder so ein Fragezeichen erreichen. Jawohl. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Erz bekommen. Fehlt nicht mehr viel, dann kann ich wieder so einen Booster öffnen. Das ist natürlich jetzt für den Anfang extremst wichtig. Okay, Leute. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Folgen von dem Monster Control Deck rausbringen. Das ist ja gerade zur Zeit mein stärkstes Deck. Zur Zeit noch. Ich arbeite ja an einem anderen, aber lasst euch da echt mal überraschen. Guckt euch einfach mal die anderen Videos an. Hinterlasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten stellt mir ruhig ein paar Fragen oder edit mich in dem Spiel. Und dann können wir auch mal gegeneinander spielen. Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.